Cheerio, mein Freunde und meine lieben Mafiosis. Willkommen zu... Komme schon, nur einen Augenblick. Mafia 3, so. Hallo, ich stand vor einer Straße, du Blödmann. Alles, was du siehst, kannst du kaufen. Was du hast. Heute kümmern wir uns um Frisco Fields, um die liebe Olivia Macano. Die gute Dame ist nämlich, kümmert sich um Rini Duval. Und dem gehört das Grundstück, auf dem das Casino gekauft. Dankeschön. Auf das Casino gebaut werden soll. Ich hoffe nur, dass wenn wir jetzt mit Frisco Fields da nichts, das jetzt durch haben, dass wir Southern Downs trotzdem noch einnehmen können. Das wäre nämlich schade, ich würde es nämlich gerne einnehmen. Und ich habe mir so überlegt, ich glaube, der ganze Süden da unten wird wo Sal Marcano gehören. Das heißt, der werden wir nicht einnehmen können, solange Sal halt noch lebt. Ne? Ja, und diese Kerre haben wir letzte Folge von Enzo bekommen. Ich habe sie mir dafür geholt, weil ich sie geil fand. Die ist schnell. Also einigermaßen schnell. Und sehr gut zum Lenken. Guck, der geht sogar schon über 90. Kommt er fast zu 505 Stundenkilometer. Ich habe mich natürlich auch schon entschieden, wer denn dann dieses Viertel bekommen wird. Das Viertel wird Cassandra bekommen. Weil es hierbei um Drogen geht. Was war das andere noch? Drogen, PCP und... Freundin eingefallen. Ich habe keine... Southern Union, ach. Ich glaube, es ist Hafen oder Zug, also eins von den beiden. Und deswegen passt das ganz gut. Was? Mein Hotel? So. Guten Tag. Dann reden wir mal mit der Dame. Und mit dem Herrn. Ach, Bier Donnelly, den kennen wir doch schon. Mit denen hatten wir doch auch zu tun gehabt schon. Ganz schön weit weg von Point Verdun, oder Bier? Ich hab beschlossen, mich umzuorientieren. Nicht mehr viel zu holen für mich in dem Laden. Und was läuft jetzt so? Psychoaktive Narkotika. Hab gehört, das beste Zeug kommt aus Frisco. PCP. Und es schädigt mein Geschäft. Okay. Und wo ist sein Labor? Keine Ahnung. Aber vor einer Weile hat Miss Olivia Macano einen Spitzenchemiker namens Bobby Bastian engagiert. Der hat ihren Laden so aufgerüstet, dass kleine Hersteller nicht mehr mithalten können. Die haben sogar Taxis, die das Zeug ausliefern. Ich muss zu Bastians Dealern. Vielleicht verraten sie ihn. Dann hätte ich was gegen ihn in der Hand. Es kommt noch dicker. Miss Macano soll noch ein paar Studierte aus San Francisco geholt haben. Wenn du sie alle machst, steckt Bobby Bastian ganz schön in der Scheiße. Misch einen von Bastians Jungs. Vielleicht erzählt er dir dann ja was Brauchbares. Na, junge Dame, was machen wir denn hier, hm? Schniefen wir was? Schniefen wir etwa Drogen? So. So, was haben wir denn hier? Wir haben die Infos, wir haben ein... Oh, wir haben drei Vollstrecker. Oha. PCP-Köche, ach so. Gut, dann kümmern wir uns mal um Bix. Bix, ich komme für dich. Ein bisschen falsch. Im Englischen heißt das ja, Bix, I'm coming for you. Im Deutschen natürlich, ich komme, um dich zu holen. Und dafür muss ich erstmal wieder einen mega Umweg fahren. Yeah. Weil wir erstmal um einen kompletten Block fahren mussten, um da überhaupt hinzukommen. Das ist ja auch toll. Wow, ich habe die Kamera verzogen. Ah. Nein! Kannst du diese Scheiße nicht draußen vor der Stadt abziehen? Toll. Hey! Ich wollte mir das Auto klauen.
Na, komm her hier. Gratis Auto. Gehen wir mal in die schnelle Karre wieder. Und ich brauche was Neues zum Fahren. Bin dabei, Junge. Ich lass ihn schon mal warm laufen. Geh und er schießt gefälligst wen anders. Lauf weg! Lauf! Los! Los! Einmal Auto, wie bestellt. Das Danke. Ist eine große Hilfe. Wuhu. Dann nehme ich mal wieder meinen Renner. Oh, Alter, ist mir warm. Das Schlimme ist, die Sonne ist nämlich jetzt gerade weg und jetzt wird es richtig eklig gerade. Aber ich habe gerade richtig Bock aufzunehmen, also nehme ich weiter auf. Nee, nee, nee. Muss er denn hier in der Walachei leben, ernsthaft? Wäre eine gute Idee. Und zwar so viele wie möglich. Der Qualm kommt aus der Voodoo-Puppe da. Der stinkt wie der Arsch deiner Mutter. Wie sie alle da hinkommen, das ist so geil. Ja, beschütze unsere dummen Herrscher, weil wir den Teufel zu nahe gekommen sind. Heilige! Ich find's immer geil. Also die komplette Belegschaft umgenietet. Er läuft ja gar nicht so. Oh. So. Oh, so viel Geld und alles an Waffen. Ah, schön. Da ist der liebe Koch hingelandet. So. Oh. Ich wollte sagen, da sollte ich vielleicht nicht so nah rangehen. Will ich sterben? Verdammt. Sorry, das hast du dir selber ausgesucht. So ein bisschen Geld mitnehmen. Hier die komische Nachricht. Das ist ein Taxi, wo gerade steht, über dem Polizeiauto. Ich nehme das mal mit, ne? So, dann den nächsten Koch. Gabe Chauvin. Chauvin. Mit einem Taxi. Finde ich geil. So. Mal mit Musik da drin, leiser. Und los geht's. Kann ich eigentlich hier so rumfahren? Aua. Nö. Die Bäume sind so dicht, da kommt das Auto nicht durch. Was für ein Quark. Los geht's. Kommen wir uns mit Chauvin. Alter! Kollege. Ja, dann würde ich auch noch voll auf die Straße springen. Zugenagelt. Hey Kumpel.
Hier können wir sie leider nicht sammeln. Hier müssen wir sie einzeln herholen. Na gut. Es fängt nicht grundlos irgendwo an zu qualmen. Manchmal schon. Der Qualm kommt aus der Voodoo-Puppe da. Und der stinkt wie der Arsch deiner Mutter. Atme den Scheißdreck auf keinen Fall ein, sonst bist du selbst schuld. Heilige Seht ihr den Kerl? Hey, hey! Hier drüben! Ich suche mir Deckung! Er hat mich erwischt! So. Dann noch das Geld hier, ne? Klör. Geld noch mitnehmen. Wunderbar. Ah, ist das schön. So. Tschüssi. Oh, das nächste ist... Komm, machen wir hier den Typen. Risiko ist klein, aber... Oho, oho, oho. Befrage Bobby Steeler. Ich befrage Bobby Steeler mal. Feinde die Ausfahrt verpasst. Verbuff. Ausfahrt verbuff. Kann mir sprechen mehr. 20.000 müssen wir denn dem guten Bobby noch zufügen hier. Was ist das denn hier? Unternehmung den Bach runtergeht, wenn die das Zeug legalisieren. Dope, Speed, was auch immer. Auf. Von uns geht da keiner mehr raus. Na, Großer. Rede. Du erzählst mir besser, was Bobby Bastian so am Laufen hat. Wir haben die Drogen per Taxi durch die Stadt transportiert. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass der Boss die Einnahmen in der Taxizentrale aufbewahrt. Bitte. Dankeschön. Träume. So. Dankeschön. Oh. Mist, das hat dann ist jetzt weg dadurch. Das ist schade. Ich hatte nämlich überlegt gehabt, gehe ich nicht besser zu dem da unten, aber... weil es auch Geld gibt, aber naja. So, 18.000 noch. Gut, dann holen wir uns mal das Geld. Oh, hi. Da
so mies gelaunt wie früher. Und trotz deines Alters sollte man sich nicht mit ihm anlegen. Aha. Zack. Ich muss rausfinden, was es mit diesem Qualm auf sich hat. Mach das mal. Leck mich. Das ist eine von diesen verfluchten Voodoo-Puppen, die da qualmt. Tja. Mein Neffe ist gerade aus Vietnam zurück. Nicht an. Der arme Junge ist nicht mehr ganz richtig im Kopf. Was bleibt der Scheißkerl denn da? Da! Schnappt ihn euch! Danke, dass du mich daran dann erinnerst. Beziehungsweise du mir das sagst. Was zum... Schnappt ihn! Kalt gemacht! Ich mach das! Keine Munition mehr! Ich muss nachladen! Ach nein. Ich verschanze mich. Hier ist gar nichts. Also einmal da und einmal da. Und dann warten wir auf die Verstärkung. Hallo? Verstärkung? Mein Bein brennt. Na gut. Ich habe gedacht, da müsste ja jetzt 20.000. Waha. Nein, noch nicht. Wir haben noch hier was offen. Das will ich nämlich noch erledigen hier. Nö. Well. Meine Granaten alle? Ja. Was? Ich habe doch gar nicht Cortana gesagt. Wie kommt die denn jetzt darauf? Hey Cortana, stör mich bitte nicht. Wie bescheuert, ey. Sehr bescheidene KI. Sehr bescheidene KI. Hey Cortana, sag mal hallo. Hallo, ganz schön anspruchsvoll der Job hier. Dabei tust du kaum was. Ist so, ich benutze Cortana so gut wie gar nicht. Da muss noch ein Koch kalt gestellt werden. So. Wie der Qualm da oben rauskommt. Wir müssen auch eine normale Tür haben, irgendwie. Was liegt an?
Da ist er, los! Hab ihn im Visier! Mich in der Ecke! Davon gibt es noch mehr! Der Arsch hat mich in der Ecke! Der Junge kann echt schießen! Ich hab ein Geheimnis von... Jetzt fängt es Feuer! Der Arsch will uns abfackeln! Was geht doch? Ach, Leute. Da ist so ein bisschen Geld. Und da ist so ein bisschen Geld. Da ist auch noch ein bisschen Geld. Ganz vergessen. Da. Sehr schön. Wie viel haben wir jetzt wieder? Oh, 20.000. Ah, Zeit, die Konstellierer zu rufen. Hä? Was ist denn das da für ein riesen Zeichen da? Hä? Sorry, das macht mich aber gerade massiv neugierig. Hä? Wieso wird mir denn so riesig hier das Ding angezeigt? Was ist das? Hallo? Warum wird mir das Ding denn hier so angezeigt? Ich kapier's nicht. Bin gerade etwas verwirrt, wie man merkt. Ich bin in Frisco und könnte Nachschub gebrauchen. Ich mach mich schon auf den Weg zu dir. Danke, mein Freund. Mein Freund. Hi. Wenn du sag mir mal, was du hast. Sag mir Pond. So. Mit C4 kann ich überhaupt nichts anfangen. So. Abgeschlossen. Bin hier weg. Ich stecke hier in Frisco. Ich brauche jemanden, der was von meinem Bargeld übernimmt. Bin gleich da. Da ist er schon. Kann ich dir vielleicht was abnehmen? Wen unterwegs? Melde dich, wenn du mich brauchst. Mach ich. Pass du lieber gut auf mein Geld auf, meine Liebe. Mein schönes Money. Da. So Leute, wenn ich hier Auto fahre, würde ich sagen, ich beende die Folge mal für heute. Denkt daran, volle Kanne auf den Like-Button zu klatschen. Knufft einfach mal den Abo-Button, der muss auch lieb gehabt werden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also ciao.